Hallo und herzlich willkommen zurück zu Das Brain-Mail will mich verarschen. Ich habe schon wieder keine Items, was aber eigentlich kein Problem sein sollte, denn das Haus ist soweit fertig. Wir brauchen eigentlich jetzt Glas, was wir eh nicht hatten, und unser Stand ist hier direkt. Also ja, ich mache mal den Ton an von dem Game. Ich merke gerade. Oh, doch, der Ton ist an. Ah, ich verstehe. So, das hätten wir dann auch wieder getan. Und ich mache das jetzt so, immer bevor ich ende, tue ich das alles in der Truhe rein. Weil irgendwie finde ich das total scheiße, gut gesagt, dass wir immer unsere ganzen Sachen weggenommen bekommen. Und wenn ihr wisst, woran das liegt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, weil ja, das ist schon irgendwie ein bisschen kacke. Weil ich würde gerne meine Sachen behalten können und vor allem nicht in jedem Let's Play neu anfangen. Was ich glaube nicht nur mich nervt hier. Erstmal ordentlich Sand holen. Sind auch viele andere hier und was das Let's Play natürlich total behindert. Oh, es wird Nacht. Okay. Ja, Innenausbau ist noch nicht ganz so weit, ich weiß. Ich mache das dann Stück für Stück. Wenn das Haus fertig ist, fangen wir an den Innenausbau an. So. Jetzt müssen wir hier das wegmachen. So. Okay, stoßen wir schon auf Sternstein. Ich mache jetzt mal bis runter. Ich mache das so in Treppenstufenform, dass wir wie so eine Mine wieder nach oben kommen. Vielleicht mache ich so später auch meine Minen. Das wäre nämlich einfacher. Dann brauchen wir nämlich keine Fackeln in den Minen. Und sieht etwas, sage ich mal, stylischer aus als so Tunnel. So. Aber bei uns draußen wird gerade gemäht. Wartet mal. Ich mache gerade mal das Fenster zu. So. Fertig. So, jetzt müssen wir Stein holen und vorher müssen wir ein bisschen Holz holen. Holz hatten wir ja eh keins mehr, soweit ich weiß. Das eine, was wir halt gehabt hätten, wäre Stein. Ich glaube, sonst hatten wir nur so nebensächliches. Ein paar Sachen. Oh, hier ist Gras im Wasser, okay. Seegras. So, wir haben ja schon gut gerodet, bis auf den hier, der Baumriesen, kriege ich oben nichts. Terra-Building und sowas machen wir alles erst später, also das mache ich erst später. Erstmal brauchen wir unsere erste Behausung und dann müssen wir überlegen, was wir denn als nächstes bauen. Und ich werde jetzt meine Sachen vorher immer in so Truhen speichern, weil ich habe keine Lust, ihr habt keine Lust, jedes Mal zuzugucken oder mitzumachen oder zum Interagieren. Ich hier jedes Mal neue Items suchen, weil das nervt echt. Oh, jetzt werden wir fast in das Loch erkundet. Das Höllenloch. Ich habe auf unsere Wohnung eine bessere, also auf die Wohnung habe ich eine bessere Idee gehabt, wie sie besser aussehen könnte. Eigentlich gehen die bei mir schon für Werkzeug. Und zwar unten drunter das Stein entfernen, machen wir ein Stelzenhaus drauf, habe ich mir gedacht. Das sieht viel besser aus. Ja. Und erstmal Steinzeug jetzt. Können später noch Wäute mache. Quack. So. Jetzt hier rein, den. Muh.
schnell in unsere Minen reingehen, ein bisschen was zu kauen, wollte ich jetzt sagen. Was Stein holen. So. Schade ist halt nur, wir haben jetzt leider unser unser Eisenerz verloren. Und ja. Ja, da haben wir schon wieder einiges. Mann. So, weiter. Ich habe mal ein bisschen was, also ich will ein bisschen was an meinem Channel ändern, beziehungsweise auch an den Videos, also nicht allgesamt was hier in den Inhalten der Videos, sondern das außenrum eher gesagt, will ich mal ein bisschen gucken. Weil ich habe mich da wirklich noch nicht durchgetestet und ich glaube, daran liegt das auch, dass ich nicht so viele Kommentare, beziehungsweise Kommentare nicht, Abonnenten, beziehungsweise auch Zuschauer habe. Und deswegen will ich mal da ein bisschen weiter gucken, weil ich habe da echt noch nicht viel gemacht. Man findet mich, glaube ich, auch noch nicht so leicht. Und ja. Jetzt gerade mal hier eine. So. Geht so. Wir machen jetzt außenrum eine ganze Verkleidung hier unten drunter ab, dachte ich. So, ich lege gerade mal hier drauf meine Axt. Verarschen. Lustig, okay. Machen wir unten drunter flach. So, hier können wir ganz ein bisschen Terra-Building schon betreiben. Ich denke mal, das Holz wollte ich jetzt gerade sagen. Die Erde können wir eigentlich auch mal behalten. Wenn wir später Terra-Building hier mit ein bisschen betreiben wollen. Mochten. Das Holz. So, das unten drunter weg und dann haben wir das, ne? So, ein Hubbel da unten drunter. Okay. Ich habe gerade mein Haus abgebaut. Jo. Echt nur so klein? Okay. Zu. So. Hier können wir aber zwei nach oben machen. Oh, sogar drei. Vier. Okay, wir haben noch echt einiges hier an dem Haus zu tun. Ich habe nämlich noch ein paar Ideen. Ja, ich mache das hier Stück für Stück, wenn es ein bisschen lange dauert. Es soll halt schon ein geiles Haus werden. Es soll nicht das erste Haus, nicht vielleicht so ein Trippelteil werden, wo wir... Den achten können wir ja hier drin, ne? Ist dann jetzt so, als wäre es komplett unfertig. Ich weiß übrigens, dass jetzt das hier neben... Bevor die Monster spawnen, legen wir uns mal wieder hin. Ach, gute Nacht, Leute. Guten Morgen, da seid ihr ja wieder. Ich bin wirklich dran geblieben. Schöner Block hier. So.
dann machen wir hier ein bisschen weg. Ja, ich hatte das Handy in der Schippe, ist ja egal. Das ist ja wirklich egal. Oh, das hier machen wir, da muss ich gerade was überlegen. Okay. Okay, Lülle. Ich kann ja das Let's Play nicht ganz oft so lang machen. Also schon, aber. Ich muss ja heute noch andere Let's Plays aufnehmen. Ich war auch nicht so sicher, ob das eine Idee war mit dem, dass die Sachen im Boden interagieren sozusagen. Ich meine, eine schlechte Idee ist ja jetzt nicht unbedingt, aber ich weiß nicht. Das soll ja von allen Seiten aussehen. Vom Boden her sieht es jetzt nicht so aus. Auch wenn dadurch ein möglich vorausstehendes Platzproblem wegen zu höherer Bevölkerungsdichte der Kühe. Mit ihrer teuren Ansammlung an Leder, dadurch deutlich in die Höhe getrieben werden könnte und somit ein ziemliches Essenproblem entsteht. Wie die Saftsäcke in Indien. War ein Scherz. Ich werde natürlich wieder nicht rassistisch. Nein. So. Machen wir es hinten drin da ganz weg. Darunter weg. Da bin ich sehr pingelig, dass man das nicht sieht. Das soll aus wie so ein Fundament aussehen. Und da müssen wir neues Holz besorgen. Also ein 64er-Stick will ich jetzt eigentlich gerne haben. Wir brauchen das Braunholz. Später müssen wir uns. Oh, ein Creeper. Psst. Mach mal das. Leg dich mal hin, Creeper. Feiner Creeper. Und wir haben endlich Sprengstoff. Unser erster Baustein zum Sprengstoff sozusagen. Ich habe jetzt keine Uhr, ich sehe nicht, jetzt nicht, wie lange ich das Let's Play heute mache. Ich hoffe, ich kann ungefähr jetzt schätzen, wann es vorbei ist. Denn zu lange möchte ich es eigentlich auch nicht machen. Das guckt ja dann auch kein Depp. So. So. Doing. 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 So. Das ist mal tief. Und ich will vielleicht, ja, das geht demnächst, das Texture Pack ändern. Weil das ist ja Standard. Ich spiele schon etwas länger im Prinzip. Ich habe auch schon eine ganze Weile aufgehört. Ich fange jetzt wieder an zu spielen sozusagen. Also entschuldige dich, dass ich manchmal ein bisschen schlecht bin. Weil, wie gesagt, die Welten sind jetzt unendlich geworden auch. Falls ihr interessiert seid an Minecraft und nicht wisst, ob ihr es euch holen sollt. Also die Welten sind unendlich geworden. Und ja, das ist ziemlich praktisch. Kommt der PC-Version jetzt schon ziemlich nahe.
kann man so sagen. Redstone fehlt leider, also man kann keine Redstone-Sachen bauen. Also Redstone an sich gibt's schon, aber man kann damit halt noch nichts groß anstellen. Es ist eigentlich noch so ziemlich ohne Funktion. So, wie viel haben wir schon für einen 64er? Es geht. Wir müssen jetzt bald echt mal so Reserven anschauen, so eine Art Lagerhaus oder was weiß ich, wo wir das mal alles einlagern können, weil dauerhaft, dann kann ich nämlich... So, nee. Sonst hätte ich jetzt gesagt, ich könnte im Voraus immer was suchen. Und dann könnte ich das dann für die Folge da bereitlegen, was wäre auch doof, weil dann würde ich ja vorausspielen. Das wäre ja nicht so, glaube ich, auch nicht in eurem Sinn. Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn es... Oh. Na gut, wir haben ja noch hier eine. Machen wir aber auch noch. Wenn es in eurem Sinne ist, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn es nicht in eurem Sinne ist, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Und wenn es euch scheißegal ist, schreibt es nicht in die Kommentare. Und für die, die sich nicht entscheiden können, ihr könnt nicht mal. Scharf, 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 scharf. Dummes Schaf. Huhn, 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 Huhn. Bleib stehen, Abendessen. Ihr leckeren Chicken Wings. Yay, yeah, Chicken. So. Das Haus sieht schon viel bisschen besser aus. Es fehlen halt noch die ganzen Fenster, ist klar. Ein Häuschen, kein Häuschen. So. 45, na gut, ist kein 64er-Stick, sollte aber uns reichen. Wie, es wird schon wieder Abend im Spiel. Sollte noch reichen. Okay, vielleicht reicht die ja auch noch. Oh Gott, müssen wir schon wieder schlafen gehen im Spiel. Guten Morgen, liebe YouTube-Welt. Huch, ich bin nackig. Nein. Du bist nicht nackig. So. Machen wir uns doch gerade noch mal hier eine Axt. Mit dieser Folge dem Axt können wir nämlich dann hier unten drunter abbauen. Like this. Ja, Türen sind jetzt mal weg. Das Haus ist halt noch in der Bauphase. Vielleicht wird es ja heute mal wieder eine super lange Folge, denn wenn ich hier wirklich den Unterteil, das Dach, werde ich so oder so nicht heute fertig kriegen. Oh, okay. Also das Dach kommt echt beim, wenn ich das Haus heute fertig mache, kommt das Dach beim nächsten Mal dran. Und dann da auf jeden Fall. So. Jetzt hat das Haus doch schon viel mehr Skin. Jetzt machen wir die Voreinschnitte fürs Fenster. Dafür mache ich hier alles frei. Eigentlich gar nicht so schlecht. Das könnte eigentlich gerade frei lassen. Und könnten einfach
Oh, okay. Davon haben wir jetzt wieder mehr als genug. So. Was ist, wenn wir noch hier? Kannst du das mal austesten? Das und das weg. Dort so eins hin. Schon mal fürs Dach. Ring. Eine neue Nachricht. Das machen wir offen hier oben. Wir bauen das Stück Haus Stück für Stück, machen wir jetzt oben was. Genau, wir haben ja am Anfang nur einen Kasten sozusagen gebaut. Und jetzt machen wir Stück für Stück, mache ich da was dran halt. Dass das Ganze immer nach was aussieht, würde ich sagen. Ja. Denn das Haus sieht ja noch immer sehr flach aus, finde ich. So, vielleicht mache ich mal eine Kopie von dem. Ich habe ja ein Programm, mit dem geht das. Und guck mal, wie das dann aussieht, dass wir nicht andauernd im Kreis sagen, drehen. So, ich mache jetzt mal innen einfach jetzt hin. Und sind die ganze Zeit hier mit den folgenden Tatsachen in den Kreis drehen. Oder ich mich. Brauche ich eh nicht. Und dann warten wir, bis das Glas fertig ist. Weil das Haus eins höher gesetzt, sehe eigentlich eindeutig besser aus. Vielleicht mache ich das jetzt auch einfach in der Zeit, während das Glas hier noch nicht startbereit sind. Das ganze Hausdach hier eins höher setzen. Und würde ich mal sagen, wird das halt eine ziemlich lange Folge. Sagen wir, das halt mal eine extra lange Folge, wenn. Ich glaube, mein Zeitlimit ist heute gemacht und dann, ja, machen wir einfach mal weiter. Wie gesagt, mein Zeitmessgerät ist Kapütchen, die Dütchen. Ned Flanders Style. Und deswegen kann ich hier absolut nicht sehen, wie viel Zeit ich hier habe. Noch. Und dann mache ich das heute einfach mal fertig. Soweit. Von unten. Also macht es mir gerade mal Spaß, muss man echt sagen, hier noch ein bisschen zu verändern und zu gucken, wie es wird. Und jo. Dann wollen wir mal weitermachen. Es ist gerade so still hier. Mir fällt gerade überhaupt kein Thema ein. Wenn ihr irgendwelche Fragen übrigens habt, irgendwas, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche sie dann jetzt sozusagen kann ich, werde ich sie beantworten. Irgendwann wird es dann heißen, ich werde sie versuchen zu beantworten. Hoffentlich hoffe ich doch, dass ich das irgendwann mal so sagen kann. Ja, und dann werde ich sie schon irgendwie auch versuchen zu beantworten und auch beantworten. Denke ich doch. Das mache ich nämlich hier. Das lasse ich offen erstmal. Ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht, wie ich das Fenster da vorne machen soll. So machen wir es wie vorher. Nur eins höher. Und dann haben wir nämlich erstens mehr Raumhöhe. Und zweitens sieht das Haus schon viel eleganter aus von weitem. Ah, elegant. So. Und sieht das Ganze noch viel größer aus schon. Muss natürlich jetzt auch mehr gemacht werden. Und lassen wir es erstmal so offen stehen. So.
Erstmal gucken, was hier draus wird. Bitte reicht noch. Sehr gut. Ah, okay. Dui, Bett springen. Aber dann ist das Fenster da oben irgendwie ein bisschen sinnlos, finde ich. Oh, aber wir haben doch schon Abend. Ich will doch nur ins Bettchen gehen. Das sieht doch was aus. Unser erstes Fenster. Oh yeah. Schubam die Düpe. Gute Nacht, liebe Leute. Guten Morgen. Oh, ihr seid ja immer noch hier. Mal wieder. Dann machen wir das Fenster hier eins höher. Und dann machen wir hier. So, was haben wir noch hier? Einen großen Glasscheiben. Okay, unsere zwei Türen sind einfach verschwunden. Da sind sie wieder. Ich werde diesmal nicht vergessen. Wir machen jetzt eigentlich nur die Fenster, das Dach lassen wir erstmal weg. Das mache ich in der nächsten Folge. So, Seitenfenster noch. So, dann machen wir so Wäldchen. Nicht so viereckig, sondern den Style angepasst. So was hier, habe ich mir gedacht. Hier und hier noch. Das. Das hier, ja, wunderbar. Ach, da haben wir noch eine. Okay. Dort. Hoffe, ich habe noch genug, sonst muss ich jetzt noch mal schnell Glas machen. Na toll, wir hätten genug gehabt. Hier frei, 1, 2, 3, 4. Dann sieht unser Haus auch schon viel ansehnlicher aus. Vorne müssen wir noch was ändern.
Und dann sehen wir uns auch, glaube ich, schon beim nächsten Mal zu Let's Play Minecraft Pocket Edition. Hier wieder mit Ortlight natürlich dann wieder am Start. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.